LG stellt hier in Barcelona mal eben 6 neue Smartphones für Deutschland vor, deswegen alles nur in Kürze. Das ist das Joy mit 4 Zoll, 2 Varianten des Leon mit 4,5 Zoll, 2 Versionen des Spirit mit 4,7 und das hier ist das Magna mit 5 Zoll. Alle haben 2 Dinge gemein. Das eine ist hier hinten diese leicht gebogene Rückseite. Man erkennt das hier auch schon, glaube ich, an diesem Design recht gut. Ist jetzt nicht so, dass es extrem wäre, aber es liegt dadurch halt recht ordentlich in der Hand. Wir haben die rückwärtigen Buttons auch, typisch LG, kann ich dazu nur sagen. Und vor allen Dingen, die alle kommen mit Android 5.0 bereits ab Werk. Einzige Ausnahme ist hier hinten das Einsteigergerät, das Joy, das ist noch die klassische Tastenbelegung, wie man es ja auch von anderen Herstellern her kennt. Und es ist auch nicht Android 5.0, sondern 4.4. 99 Euro unverbindliche Preisempfehlung, soll ab Mai auch in Deutschland verfügbar sein, ohne LTE. Und vor allen Dingen, es ist halt auch ein 1,2 GHz Snapdragon 200 Prozessor. Aber auf der anderen Seite, dafür ist es halt sehr angenehm, wirklich handlich, muss ich sagen, mit 4 Zoll, dass man wirklich mit dem Daumen alle Ecken erreicht, sieht man heutzutage ja relativ selten. Es sind allerdings nur 4 GB interner Speicher verbaut. Man kann das hier übrigens auch, das wäre auch noch eine Gemeinsamkeit, bei allen LGs, die hier vorgestellt werden, Akku austauschbar, natürlich in verschiedenen Größen. Hier sind es jetzt 1900 mAh. Das muss man auch wirklich mal gutieren, wie ich finde. Und alle haben auch diese typische Oberfläche für LG, also beispielsweise mit diesem Knock-On oder auch diesem Knock-Code. Das kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Ja, wie gesagt, das ist das Joy. Dann machen wir mal weiter hier drüben mit den beiden Leons. Das ist einmal die 3G-Variante und das ist die 4G, also LTE-Variante, aber es gibt da schon noch ein paar Unterschiede. Das fängt beispielsweise damit an, dass es unterschiedliche Designs auch gibt. Also es gibt hier von der das ist die 4G-Variante, pardon, die 3G-Variante gibt es Weiß und Titan. Das ist die 4G-Variante, gibt es dieses Gold, allerdings ein bisschen anders und fühlt sich auch etwas anders an als beim G3. Und dann soll es auch noch Titan geben. Das sieht dann so ähnlich aus wie dieses hier. Da komme ich dann später nochmal drauf zu sprechen. Also so ein ja, Gunmetal oder wie man das bezeichnen soll. Das nennt sich hier halt Titan. Ja, kleiner Unterschied ist, das gilt übrigens auch adäquat hier für die Unterschiede zwischen den Spirits, dass jeweils die LTE-Variante kommt mit einem Snapdragon 410 Quad-Core, also 4 Kerne, 1,2 GHz und die UMTS-Variante, also die hier, die kommt mit einem MediaTek-Prozessor, ebenfalls Quad-Core, 1,3 GHz. Interner Speicher übrigens hier bei allen anderen, die noch kommen, 8 GB und 1 GB Arbeitsspeicher. Auch hier alle erweiterbar. Rückseitige Kamera haben wir 5 Megapixel. Wie das mit Videos aussieht, konnte man mir hier leider jetzt nichts beantworten auf die Schnelle. Damit kommen wir zu den beiden hier. Das sind, wie gesagt, die Spirit-Modelle. Auf der Rückseite haben wir es hier. Ihr seht auch, hier habe ich eine etwas andere Goldfärbung beispielsweise als hier schon. Hier ist diese Riffelung so und hier habe ich sie längs. Sieht dadurch ein ganz kleines bisschen anders aus. Ist, wie gesagt, auch ein bisschen höherwertig, auch vom Preis her. Denn hier reden wir über 139 Euro für das 3G-Modell und 159 Euro für das LTE. Und hier oben beim Spirit, da sind wir dann angelangt bei 169 Euro für die UMTS-Variante und 189 Euro für die LTE-Variante. Also ihr merkt, das geht so langsam alles ein bisschen hoch. Aber es ist auch hier wieder dieser Unterschied. Ich habe in der UMTS-Version habe ich den MediaTek-Prozessor, übrigens auch wieder denselben und denselben Snapdragon-Prozessor in der LTE-Variante. Und kleiner Unterschied auch hier noch zu beachten, dass wir bei der einfachen Variante hier hat die rückwärtige Kamera 5 Megapixel und hier drüben bei der LTE-Variante ist es eine 8 Megapixel-Kamera. Ansonsten aber wirklich identisch und wie gesagt auch hier nochmal der Beweis, auch hier Akku austauschbar, Speicher erweiterbar, 8 GB intern und so weiter. Und damit sind wir jetzt angelangt hier oben bei der Krönung der diesjährigen Produktpalette hier auf dem Mobile World Congress. Das ist das Magna, unverbindliche Preisempfehlung, 199 Euro.
Ja, auch hier, ihr seht es hier auch nochmal ganz verstärkt vom Design her mit diesem, mit dieser leicht gebogenen Rückseite. Bedeutet nicht, dass jetzt das Display, also das ist glatt, auch wenn das hier irgendwie vielleicht einen anderen optischen Eindruck machen mag. Also das ist jetzt nichts wie das Flex oder irgendwie sowas. Das ist, darf man jetzt nicht verwechseln. Ja, ich schalte es mal gerade kurz ein in der Zwischenzeit. Auch hier haben wir diesmal wieder, wie bei den normalen UMTS-Varianten hier auch schon, den MediaTek Prozessor drin. LTE wird derzeit nicht unterstützt. Es gibt zwar eine LTE-Variante, aber die ist momentan offenbar nicht für Deutschland vorgesehen. Und im Prinzip, wie gesagt, ansonsten identische Ausstattung, nur eben halt 5 Zoll Display und alle haben HD, bedeutet 720 x 1280 Pixel, bis auf hier unseren kleinen natürlich. Und hier, da sind wir jetzt bei WGVA und hier auch FWGVA. Und wie gesagt, hier haben wir dann HD und HD. Deswegen habe ich die auch mal so ein bisschen so platziert. Also wie gesagt, das hier sind die etwas höherwertigen. Hier leider Gottes auch. Trotz strammer 199 Euro unverbindlicher Preisempfehlung wieder die 8 GB internen Speicher. Und davon, ihr wisst das ja inzwischen, bleiben ja relativ wenig übrig. Wenn man da mal die ganzen vorinstallierten Apps aktualisiert hat, Betriebssystem aktualisiert hat, ist das meistens nur noch 4 GB oder sowas. Das ist natürlich jetzt für ein 199 Euro Gerät ein bisschen wenig. Da hätte ich mir schon eher 16 GB vorgestellt. Ja, ist aber nicht der Fall, kann aber immerhin erweitert werden. Akku 2540 mAh und auch hier wieder, wie gesagt, nur eine 3G-Version mit den üblichen, ja, wie nennt sich das jetzt, LG UI-Features. Das heißt also wieder nicht nur dieses Knock-On, sondern dass man eben beispielsweise hier unten auch das verändern kann so ein bisschen. Ihr kennt ja alles das. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht hier nochmal ausführlich durchzuspielen. Und Android 5.0 kennt ihr ja auch. Von daher brauchen wir da jetzt, glaube ich, nicht mehr näher drauf eingehen. Wir müssen uns, wie gesagt, angesichts so vieler Geräte jetzt doch ein bisschen sputen hier. Ja, damit hoffe ich euch einen ersten kurzen Überblick über die neuen LG-Produkte hier von Barcelona auf dem Mobile World Congress gegeben zu haben. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald, ciao.